Trends, die wir momentan haben. Und zwar viel gewaltiger, als wir es bisher glauben, spüren oder auch erleben. Und zwar auch deshalb, weil es nicht nur Digitalisierung allein ist, sondern es verbinden sich mit Digitalisierung eine ganze Menge weiterer Zukunftstechnologien, die unsere Grundlagen auf den Kopf stellen. Und deshalb war der gestrige Abend auch so wichtig, wo einfach nochmal erinnert worden ist, wir müssen uns nun kümmern. Es wird nicht von selbst gut oder so, wie wir es haben wollen. Es wird nur dann zu uns passen, wenn wir uns drum kümmern. Koppeln Sie einfach an Digitalisierung etwas Biotechnologie. Und dann können Sie mit etwas Fantasie sich vorstellen, dass wir in nicht allzu ferner Zeit tatsächlich vieles, was wir heute in Science-Fiction-Filmen sehen, real haben. Und ich hätte gerne, dass wir vorher überlegt haben, was wir wollen und wie wir gerne leben wollen und was wir eben nicht wollen. Und es geht mir genau darum, wie gestalten wir eine Daseinsvorsorge 4.0, also wie kümmern wir uns darum, dass wir tatsächlich eine Digitalisierung schaffen, die unser demokratisches Gemeinwesen stärkt und stützt und nicht gefährdet. Also welche Fragen sollen wir stellen für eine Digitalisierung, die unser Gemeinwesen stärkt? Und auch in einem öffentlichen Bereich, der ganz konzentriert sagt, wir stellen zum Beispiel die Fragen, weil die Antworten gibt es noch gar nicht. Und nur wenn man gute Fragen stellt, ist man in der Lage, dann hinterher auch die passenden Antworten zu finden. Sonst kriegt man Antworten, die andere erfunden haben, und stellt hinterher fest, das war aber nicht das, was wir wollen. Wenn Sie zusammenfassen, die drei Leitthemen, die ich heute mit Ihnen so spielen möchte, wären die, wie wird denn die digitale Dividende, also das, was uns Vorteile bringt durch die Digitalisierung verteilt, ist das richtig so, wie es passiert, oder eben nicht? Das nächste Punkt ist digitale Inklusion. Natürlich können wir alle schon weg, aber das ist nicht digitale Inklusion. Da ist die Teilhabe nicht gesichert. Erst wenn ich verstanden habe vom Prinzip, was da einem passiert. Wenn mir klar wird, was weniger gut ist und was vielleicht förderlich ist. Erst dann bin ich in der Lage, auch als Bürgerinnen und Bürger, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Entscheidungen mitzutragen, die auch mündig sind. Und das letzte Ebene ist, das ist die Frage, wie widerstandsfähig sind unsere digitalen Infrastrukturen. Die sind momentan nicht sehr widerstandsfähig und da müssen wir intensiv arbeiten, weil die Gefährdung, die daran liegt, dass wir angegriffen werden auf digitaler Ebene, ist dramatisch. Wir können da was tun, aber wir müssen da was tun. Das Interessante ist, es gibt noch niemand, der wirklich alle Antworten darauf hat. Also es lohnt sich, die Fragen differenzierter zu stellen. Lassen Sie uns mutig sein, immer mehr Fragen zu stellen. Ich weiß, das ist jetzt für Verwaltung nicht sehr üblich, weil man das Gefühl hat, in der Verwaltungsebene, man muss immer den Bürgerinnen und Bürgern auch die Antwort geben. Und man darf nicht auch mal sagen, liebe Leute, wir wissen es gerade nicht, wir müssen da zuerst mal ein wenig sortieren. Ich denke, wir sollten anfangen zu sagen, in einer Welt, die eben unberechenbar ist, darf ich auch nicht von meiner Verwaltung verlangen, dass sie etwas behauptet, was sie gar nicht wissen kann. Sondern es ist mir viel lieber, und vielleicht liegt es daran, dass ich Schweizer bin, wenn meine Verwaltung sagt, Herr Stehling, wir müssen da tatsächlich noch was schauen, wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Wenn Sie sich nochmal verdeutlichen, was gerade passiert an Datenbergen, die sich aufschaukeln, dann müssen wir von Tsunamis sprechen, die da kommen. Sie sehen, ich habe ja versucht, so etwas zu visualisieren, wohin es geht. Wir sind momentan bei 19 Exabytes pro Monat. Und die Prognosen, die jetzt die kleinen Experten da machen, die sagen, 70 bis 90 Exabyte kann das sein. Sie sehen, wir haben da eine extreme Zunahme. Dann gibt es viele Menschen, wenn Sie mal draußen oder in Gefahren fragen, es gibt zunehmend mehr Menschen, die fürchten sich vor dem, was wir Digitalisierung nennen und sind gar nicht mehr so begeistert. Allerdings ist es eine große Ambivalenz dabei. Sie nutzen auch alles mit Begeisterung und wenden es an, aber gleichzeitig fürchten sie sich schrecklich. Und es liegt aber nicht daran, dass die alle dumm sind oder wir alle dumm sind, sondern es liegt daran, dass wir zu wenig darüber nachdenken und zu wenig wissen. Digitalisierung verändert alles, aber es führt nicht dazu, dass wir das verlieren müssen, was uns wichtig ist. Das stimmt nicht. Also es ist keine böse Wolke, die über uns kommt und wir sind ihr nicht einfach ausgesetzt, ohne dass wir das tun können. Wir können sie annehmen und gestalten.
Allerdings sollte es keine rosa Wolke sein und wir sollten eine gewisse, sagen wir mal, skeptische Haltung entwickeln. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich hatte seit Anfang der 80er Jahre mit Wächtern zu tun. Damals hatten wir geglaubt, dass das der Beginn einer neuen, sehr freundlichen Ära ist. Und als dann vor allem Anfang der 90er Jahre auch tatsächlich das Internet möglich wurde, haben wir geträumt davon, dass wir damit jetzt Teilhabe an verschiedensten Orten stattfinden lassen. Wir hätten niemals auch nur eine Ahnung davon gehabt, von dem, was wir heute alles zu handeln haben, was wir unter Fake News oder unter Shitstorms und so weiter erfahren. Es hat sich also was verändert und wir haben es damals nicht gesehen. Wir haben nur die helle Seite des Mondes gesehen. Natürlich gibt es Wissenschaftler, die das untersuchen, aber das ist weniger wichtig, sondern es wäre spannender, mal, wenn sie versuchen, mal sich selber zu kontrollieren. Sie können davon ausgehen, dass sie, wenn sie so unterwegs sind, vor allem, dass sie da alle 6 Minuten mal drauf gucken im Schnitt. Und wer intensiv ist, also intensiv nutzen Jugendliche oder Manager oder Führungskräfte, die sind auch schon in 2 Minuten tagsüber. Natürlich schlafen sie auch mal irgendwann. Und selbst dann, wenn sie mit Digitalkonzernen sprechen, kann ich Ihnen sagen, die klugen Leute, die dort drin sind, auch die selber wissen nicht ganz genau, wo es hingeht. Wir wissen noch nicht ganz, wie es sich auswirkt, aber ich glaube, es wirkt sich aus. Auf jeden Fall sind wir privat einer ständigen Umwandlung. Und es ist nicht schrecklich, es ist auch gut. Zusammenfassend kann man sagen, Digitalisierung formatiert unser Leben neu. Und das meine ich wirklich mit Formatieren. Wir verhalten uns anders, wir interpretieren die Dinge anders, weshalb auch die Reflexion über unsere Grundwerte so essentiell ist, damit die nicht unterminiert werden und einfach verbessert und verloren. Das geht nicht, indem ich das dann bei Wikipedia nachschlage, sondern es geht nur, indem wir uns hinsetzen und tatsächlich miteinander sprechen, streiten und dann unsere demokratischen Entscheidungsprozesse überlassen. Ich glaube, es ist die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, hier so etwas wie Navigatorin zu sein, vorauszugehen. Weil wir als Bürger sind ein wenig verwirrt. Jetzt können Sie sagen, wie sollen wir das wissen, wir sind ja selber auch verwirrt. Ja, das kann ja durchaus sein. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie dürfen durchaus selbst sagen, noch wissen wir es nicht genau. Aber ich wünsche mir eine selbstbewusste öffentliche Verwaltung, die sagt, digitalisieren so zu gestalten, dass sie unser demokratisches Gemeinwesen stützt. Daseinsvorsorge 4.0, das ist eine unserer weiteren oder ergänzenden Kernaufgaben, die wir haben. Darauf sind wir stolz, weil wir wollen genau diese Welt und nicht die chinesische. Wir wollen auch nicht Silicon Valley. Wir sind eher im Bereich, wo man sagt, Europa. Gehen Sie nochmal hin und versuchen mal sich zu überlegen. Es ist faszinierend, was Sie in China sehen oder in Singapur. Es ist eine unglaublich effiziente Prozesse, die Sie dort sehen können. Die Verwaltung funktioniert dort exzellent. Aber die Grundlage, die hinter diesen Modellen sind, ist nicht das, was wir bisher glauben wollen und gestalten. Wenn wir aber das nicht zum Thema machen, dann ist es leicht, dass Sie irgendwann mal sagen, ja, die Modelle übernehmen wir, die sind ja schon vorbereitet. Dann ist es leicht, dass Sie plötzlich Dinge zulassen, die uns hinterher übel aufstoßen. Das gleiche Bild sehen wir, wenn wir sich in der Welt gucken. Eine libertäre Weltsicht ist keine Weltsicht, die den öffentlichen Bereich für unbedingt zentral wichtig wird. Eine libertäre Weltsicht ist eine, die letztlich sagt, die Freiheit des Einzelnen ist tatsächlich relevanter als alles, was wir gemeinsam tun. Und wenn ich sie privat organisieren kann, ist viel besser. Ich glaube, das, was uns hier in Europa ausmacht, ist ein weiteres Modell weltweit, wo wir stolz sein dürfen, aber wir müssen uns darum kümmern. Das heißt also, die ergänzende Rolle, die ich Ihnen angehen möchte, ist eine, wo ich denke, dass das auch den gesamten Verwaltungsbereich ganz neu mobilisieren könnte. Und wenn Sie bisher nachgedacht haben und gesagt, es geht nur um E-Akte,
dann bitte ich Sie, etwas weiter auszuführen. Natürlich geht es darum, dass wir uns beschäftigen sollten, Digitalisierung wird automatisieren oder automatisiert dramatisch, also sollten wir uns darum kümmern. Wir sollten uns darum kümmern, dass sich die Systeme darum vernetzen, also müssen wir uns auch auf unsere digitalen Infrastrukturen kümmern. Es kann nicht sein, dass wir, warum auch immer, zum Beispiel Netze noch pflegen, die einer Standard der End-90er Jahre waren, also 1900. Das ist ein kritisches Thema, wo wir wirklich angehen müssen, aber es ist nicht das Einzige. Und wir sollten uns aber auch darum kümmern, was das die Digitalisierte mit uns selber macht. Also, dass wir die Welt auf unser Handy greifen, das ist nicht ohne. Das führt zu anderen Arbeitsabläufen, anderen Verhaltens, anderen Stressanfälligkeiten. Also, es sind eine ganze Menge Themen, die wir haben. Auch die Geschäftsmodelle, die wir kennen von Nest oder von Uber oder von Airbnb, wo wir uns darüber aufregen, die sind aber eigentlich, wenn sie tief da reingehen, durchaus Geschäftsmodelle, die wir auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung nutzen können, für unsere Bürger, mit unseren Bürgern. Natürlich ist es überwältigend, was wir angeboten haben, aber das darf uns nicht abschrecken. Deshalb Fragen stellen und nicht die Antworten in der Lösung suchen, weil die Werbung ist immer kolossal. Und natürlich gibt es auch Dinge, die irritieren oder faszinieren, je nachdem, was man ist. Zum Beispiel hat Google immer wieder nette Experimente. Hier sehen Sie eine KI, die Gedichte macht. Sagen Sie, ja, aber das brauchen wir wirklich nicht. Nein, wir brauchen es auch nicht, aber es ist trotzdem spannend. Ich hatte intensive Gespräche darüber und haben gesagt, ist das noch Kunst? Hatten wir in Salongesprächen. Aus meiner Meinung nach ist digitale Ethik ganz einfach. Natürlich können wir das machen. Wir können Algorithmen malen lassen, wir können Algorithmen Bilder verändern lassen, Töne verändern lassen, das ist alles gut und interessant. Wenn ich aber Kunst oder menschliche Kunst damit definiere, dass ein Mensch sie erstellt, ja, ob jetzt mit Werkzeug oder nicht, aber der Ursprung ist ein Mensch, der das tut, dann ist es relativ einfach zu sagen, ja, das ist halt ein Algorithmus, das ist was anderes. Ja. Da sind wir wieder, wir müssen uns bewusst entscheiden und sagen, bestimmte Dinge haben bestimmte Kriterien und eine menschliche Kunst macht einen Menschen. Was wir nicht brauchen, ist eine Ansammlung von künstlicher Dummheit. Und damit meine ich nicht nur künstliche Intelligenz, die dummes Zeugs macht, sondern auch Menschen, die dieses dumme Zeugs glauben, mit dem arbeiten. Das heißt, letztlich ist nicht die künstliche Intelligenz das Problem, sondern wir. Was machen wir aber, wenn wir die gar nicht verstehen? Was tun wir, wenn wir gar nicht wissen, was das heißt und wie der Mechanismus geht? Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, dass wir tatsächlich darüber reden müssen, damit wir es verstehen. Wir müssen uns bilden, was das betrifft. Und zwar nicht nur die kleinen Kinder, die jetzt da drin sind, weil wir sagen, die sind ja Zukunft, sondern auch wir. Wir müssen das wissen. Wir müssen zum Beispiel wissen, was passiert mit einem selbstlernenden Algorithmus in dieser Kiste und warum sagen manche Leute, jetzt wissen wir nicht mehr, was er tut. Wir müssen viel rigoroser, viel radikaler und viel souveräner mit diesen Instrumenten umgehen und nicht Gebot und uns unter Druck setzen lassen von irgendwelchen Menschen, die diese Produkte erstellen und dann sagen, es ist super. Übrigens eine nette Form, wie man sich mit einem Thema beschäftigen kann, ist dieser Comic-Essay, den Sie im Internet runterladen können, wo sie angeführt haben, ich glaube jetzt auch die deutsche Version noch, wie die Prinzipien sind. Ich finde das einen sehr netten Zugang, dass wir auch sowas nutzen können. Dann das andere Thema ist die Auswirkungen, die wir haben mit den vielen positiven Sachen des Smartphones. Und sie sind positiv, ich würde ja da gar nicht verzichten wollen. Führt aber auch dazu, dass wir bestimmte Dinge regulieren müssen. Wie oft werden Straßenbahnfahrer sagen, dass das Risiko steigt, seit die Leute mit Google Maps durch die Gegend laufen und auf die Bahngleise laufen, weil sie halt konzentriert sind drauf. Google hat übrigens jetzt die neue Version, wo sie mit Augmented Reality dann durchschauen können und die Straßenbahn noch sehen, wenn sie kommen. Wir werden auch erleben, dass manche gar nicht mehr wissen, ob sie im Spiel sind oder nicht. Wer von Ihnen hat schon mal Fortnite gespielt? Sind doch zu alt hier. Ja. Da
dann fragen Sie Ihre Kinder oder Ihre jüngeren Geschwister oder Ihre Enkel. Ich glaube, kaum einer, der jetzt 16 ist, war nicht mindestens einmal in Fortnite. Und die Welt, die dort angeboten wird, was man alles machen kann, wie es auch in unser eigenes Leben reingeht, ist faszinierend und man kann vieles lernen davon. Also auch wir können lernen, wenn man das damit. Aber gleichzeitig lernen wir auch, da kommt was auf uns zu, wo man noch gar nicht ist, welche Auswirkungen. Es hat aber auch Positives. Das sehen Sie ja daran, dass inzwischen diskutiert wird oder auch entschieden wird, dass wir Apps nehmen als Medikamente, die eingesetzt werden. Und tatsächlich ist es gut, ob dann jede App, die man im gesundheitlichen Bereich einsetzt, auch den Blechstern super Sache ist oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber auch da regulieren wir jetzt dann, dass die auch in Medizingeräte überprüft werden. Auf jeden Fall führt die Digitalisierung dazu, dass wir uns viel intensiver vermessen, dass wir immer mehr Daten auch generieren über uns selbst. Und das ist eigentlich noch nicht mal böse. Es ist nur dann böse, wenn wir das Problem nicht gelöst haben, wie geht es mit der Datensouveränität. Und unsere jetzige Datenschutzgrundverordnung reicht noch, aus meiner Sicht, noch nicht, um tatsächlich die Menge an Daten, die wir jetzt dann in den nächsten Jahren generieren und die sehr persönlich sind, so zu gestalten, dass sie bei mir bleibt und ich zumindest das Gefühl entwickeln darf, ich habe einigermaßen noch Souveränität über. Wir haben die Infrastruktur noch nicht. Es gibt zwar momentan Vorschläge, wie zum Beispiel das von der Wege-Stiftung, dass ich eine Blockchain-basierte Technologie einsetze, wo ich entscheide, wer meine Daten bekommt. Und so gibt es viele Alternativen noch dazu. Aber wir sind erst auf dem Weg dazu, das zu suchen. Solche Technologien sind auch für die Verwaltung interessant, weil wir immer mehr dann diese Technologien auch für die Bürger zur Verfügung stellen können. Dann im Schluss kommt noch so Themen wie Arbeit. Natürlich, in einer Arbeitsgesellschaft ist es nicht ohne, dass wir plötzlich den Impact von Digitalisierung haben. Es könnte aber doch auch sein, dass es nicht ganz reicht in den Jobs, weil wir mehr verlieren, als wir kriegen, und zwar auf die Art und Weise, weil wir welche kriegen, die wir gar nicht besetzen können und die Leute, die wir haben, nichts finden zu besetzen. Was machen wir dann? Hat bisher immer funktioniert. Ja. Es gibt auch das nette Bild, wo man sagt, ja, natürlich hat es funktioniert, zum Beispiel als die Pferdekutsche abgeschafft wurde und die Autos kamen. Die Menschen haben wieder Jobs bekommen, aber die Pferde nicht. Vielleicht sind die heutige Pferde. Natürlich bringt uns das arbeitstechnisch auch Vorteile. Wir können plötzlich überall arbeiten. Oder es ist auch freundlich zu der Familie. Plötzlich kann ich eben mit tragischen Situationen, mit Pflegefällen auch am Arbeitsplatz noch arbeiten. Nur auf der anderen Seite können wir nicht leugnen, Digitalisierung verändert alle Berufe. Da gibt es genügend Studien. Und man kann heute sagen, dass wir eben nicht nur die einfachen oder dummen Arbeiten wegmachen, das haben wir schon sehr viel gemacht, sondern es geht jetzt auch dort, wo wir sachbearbeitende Tätigkeiten haben, nicht hundertprozentig, sondern es geht dann um 30-60%ige Automatisierung im Ganzen. Das ist aber ein großer Blick. Jetzt sagen Sie, nehmen Sie sich zurück und sagen, wir sind die öffentliche Verwaltung, das ist günstig für uns, weil wir verlieren sowieso so viele Menschen in den nächsten Jahren. Das stimmt, Demografie wird Ihnen viele Leute wegschicken. Also wunderbar, das stimmt. Aber nicht nur auf sich selbst schauen, sondern auf ihr Gemeinwesen. Dort haben wir ein anderes Problem. Wir haben dann plötzlich eben wieder Gemeinden, die dann Situationen haben, wie wir es nach der Wende im Osten hatten. Dass wir dann 20-30% Menschen haben, die eben nichts zu tun haben, weil sie nicht qualifiziert sind für das, was wir dann bräuchten. Das ist nicht unbedingt günstig für unser Gemeinwesen. Und dann könnte es auch passieren, dass wir künftig gar nicht mehr eine Führungskraft haben, die zu geben, sondern es könnte auch ein Algorithmus sein, der die Führungskraft ist. Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer negativ sein muss. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob es so kommt oder nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein plausibles Szenario, mit dem man sich beschäftigen könnte. Aber es geht dann noch weiter. Bis dann. Bisher habe ich schon gesagt, die Arbeit verändert sich. Vor kurzem hat jetzt Facebook das eigentliche Thema angekündigt. Und das ist nicht ihr soziales Netzwerk. Das ist ein ganz neues Währungssystem, das momentan noch niemand überhaupt bewerten kann, was das mit uns macht.
Das ist eine große Sache, wenn wir plötzlich riesige Transaktionsströme verlieren aus einem bisher einigermaßen funktionierenden Weltwirtschafts- und Währungssystem in ein bisher noch nicht reguliertes digitales Austauschwährungssystem, das von einem einzelnen Konzern kontrolliert wird. Wir haben die Antwort noch nicht, aber wir müssen die Fragen dazu stellen müssen. Wie wollen wir reden? Das ist die zentrale Frage. Und dann schauen wir aufs Grundgesetz und leiten das davon ab. Und dann kann es halt sein, dass wir manche Dinge sagen, nee, so hat nicht. Das öffentlich diskutieren. Wir haben die Chance, das Europäische wieder etwas zu entstauben und nach vorne zu tun und sagen, das Liberaldemokratische ist einer unserer Werte und das wollen wir machen. Wir brauchen nicht ein Social Scoring, wir brauchen nicht das Rechnen von Herrn Bezos. Wir brauchen digitale Mündigkeit und die korreliert eher mit unserer Grundhaltung, unseren Grundwerten, was die Mündigkeit betrifft. Wir wollen uns einmischen, was digitale Dividende ist, wie die verteilt wird. Wir wollen schauen, dass möglichst alle daran teilhaben und nicht welche ausgegliedert sind. Und wir wollen bitte schön eine Digitalisierung haben, die uns resilienter macht, also Widerstandsfähiger und nicht irgendwie fragiler und abhängiger und aussetzender. Wir wollen eine digitale Ethik, die in diesem Sinne ganz praktisch ist und nicht in der Theorie. Was mein Appell ist und womit ich jetzt abschließen will und in die Arbeitsphase gehe, ist zu sagen, ja, seien Sie oder heben Sie den Kopf und seien Sie selbstbewusst zu erwähnen, also öffentlich und sagen, ja, wir gestalten Digitalisierung. Wir sind nicht die, die hinterherrennen, wir sind die, die sich auseinandersetzen, weil wir wissen, auf welchem Boden wir stehen.